Lieber Herr Professor Kühn, lieber Thorsten, der große Brustkrebskongress, das San Antonio Breast Cancer Symposium, ist zu Ende gegangen. 2021 hat es neue Sachen im Bereich Operation, ob jetzt von der Brust oder auch von den Lymphknoten der Axilla gebracht. Und was wurde gezeigt? Ja, liebe Renate, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, auch hier über dieses Thema sprechen zu dürfen. Natürlich war das San Antonio Meeting insgesamt, das werden auch andere sagen, für uns insofern etwas enttäuschend, als wir nicht vor Ort sein konnten, das Ganze online verfolgen mussten. Und es ist immer sehr viel schwieriger, das am Laptop zu verfolgen und vor allen Dingen auch nicht den Austausch mit Kollegen zu haben. Man bekommt weniger eine gute Übersicht über den gesamten Kongress. Dennoch ist es so, dass das San Antonio Meeting ja prinzipiell eher im Fokus der Systemtherapie und der Grundlagenforschung steht. Themen zur lokoregionären Behandlung, also zu Operation und Bestrahlung, kommen häufig eher am Rande vor. Es wird in Educations nochmal aktuelle Daten diskutiert, aber weniger neue Daten vorgestellt. Insofern sind keine Daten präsentiert worden, die unser morgiges Handeln in der Klinik verändern werden. Es sind aber wichtige Dinge aufgezeigt worden und zu wichtigen Diskussionspunkten beigetragen worden. Einer dieser Punkte, der uns sehr beschäftigt, ist die Frage, müssen wir wirklich noch bei allen Frauen mit einem Brustkrebs eine Sentinel-Node-Biopsie durchführen? Das wird ja schon kontrovers diskutiert. Die ASCO hat in diesem Jahr eine Leitlinie herausgegeben, in der steht, ab 70 Jahren sollte man keine Sentinel-Node-Biopsie mehr durchführen. Wir hatten Anfang des Jahres die St. Gallen Breast Cancer Conference. Hier wurde eine Abstimmung durchgeführt, die sehr heterogen war. Ich denke, 40% haben gesagt, ab 70 nicht mehr, aber 60% dann doch. In Deutschland haben wir die Regel, dass wir sagen, wir verzichten noch nicht auf ein axilläres Staging, weil wir sehr gute Studien haben, randomisierte Studien, die uns eine eindeutige Aussage zu diesem Thema geben werden. Das ist der italienische Sound Trial, der 2017 die Rekrutierung beendet hat, und die deutsche INSEMA-Studie, die größte weltweit mit über 5000 Patienten, die dieses Thema untersucht. Die ersten und sehr wichtigen Ergebnisse zu dieser Studie hat Professor Gerber aus Rostock hier auf dem San Antonio Meeting vorgetragen. Und hier geht es um die Lebensqualität. Denn das ist ja das Ziel. Wenn wir weniger operieren wollen, ist es unser Ziel, die Lebensqualität zu verbessern, ohne aber auch die Sicherheit zu gefährden. Die Ergebnisse in Bezug auf Lebensqualität sind schneller verfügbar. Und es zeigte sich, dass bei der noch einmal vielleicht zu der INSEMA-Studie, zu dem Studiendesign. Hier wurde in einer ersten Randomisierung verglichen Sentinel-Node-Biopsie versus keine Operation in der Axilla. Und dann gab es eine zweite Randomisierung. Und dieser zweiten Randomisierung wurde dann noch einmal unterschieden zwischen Patienten, die einen positiven Wächterlymphknoten haben. Bei diesen Patienten wurde dann eine Axilla-Dissektion durchgeführt nach altem Standard und bei denen und in der anderen Gruppe eben keine Axilla-Dissektion. Und diese beiden Gruppen wurden auch in Bezug auf Lebensqualität dann untersucht. Es zeigte sich, was wir erwartet haben für die Patienten, die eine Axilla-Dissektion bekommen haben, und die andere Gruppe, die nur einen Wächterlymphknoten erhalten hat, zeigten sich deutliche Unterschiede in Bezug auf die Beschwerden im Arm und auch auf die Rate an Armschwellungen. Was interessant war, war, dass der Unterschied zwischen den Patienten, die eine Sentinel-Node-Biopsie erhielten, versus gar keine Operation, doch auch deutliche Unterschiede gezeigt hat in Bezug auf Armbeschwerden. Wenngleich die Wächterlymphknotenbiopsie also eigentlich eine kleine Operation ist, wo wir sagen, macht ja eigentlich nicht so viel. Wir haben doch eine Lymphödemrate, die liegt bei 8%, und in der Lebensqualitätsstudie konnte gezeigt werden, dass es tatsächlich Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Wenn also die Daten dann auch zum Rückfallrisiko so sein werden, wie wir es erwarten heutzutage, dass nämlich wir bei bestimmten Gruppen tatsächlich auf eine Lymphknotenoperation komplett verzichten können, dann werden in der Tat diese Frauen davon profitieren können in Bezug auf eine Verminderung von Beschwerden im Arm. Eine zweite Frage, die wir seit Jahren diskutieren, die wir eigentlich für uns entschieden haben,
ist die, was machen wir bei Frauen, die einen befallenen rechten Lymphknoten haben. Hier gab es ja, und das ist bekannt, die ACUSOC Z011-Studie, die vor über 10 Jahren publiziert worden ist. Diese Studie war leider von ihrem Design und vor allen Dingen von den Ergebnissen unzureichend, mit zu kleiner Fallzahl, mit einer hohen Rate an Mikrometastasen, mit unzureichend standardisierten Strahlenfeldern und so weiter. Das sind Diskussionen, über die haben wir vielfach auch berichtet und diskutiert. Trotzdem hat in der Praxis sich das Vorgehen durchgesetzt, dass wir auf eine radikale Lymphknotenausräumung verzichten, aber doch diese Lymphabflussgebiete dann doch weitestgehend bestrahlen. Um diese Daten zu erhärten, gibt es natürlich weitere Studien. Eine wurde vorgestellt aus Italien, die SINODA-1-Studie. Hier wurde das gleiche Design gefahren. Es wurden Patienten, die einen befallenen Lechterlymphknoten hatten, randomisiert in Axillardissektion versus keine Dissektion. Und es fanden sich die gleichen Ergebnisse wie in der ACUSOC Z011-Studie, sodass bestätigt werden konnte durch weitere Daten, dass wir Patientinnen, die eine geringe Tumorlast in den Lymphknoten haben, dass diese Patientinnen nicht profitieren von einer Operation, also einer weiteren Ausräumung der Lymphknoten. Was nach wie vor unklar bleibt, wie genau die Strahlenfelder dann ausgerichtet sein müssen. Müssen wir wirklich in jedem Falle die Axilla bestrahlen oder nicht? Das war die eigentliche Frage der ACUSOC-Studie vor 10 Jahren. Und aufgrund der fehlenden Standardisierung der Strahlentherapie in der Studie konnte die Frage nicht beantwortet werden, sodass wir heute die Axilla-Operation durch eine Teilbestrahlung der Axilla ersetzen, was aber in Bezug auf die späteren Folgen, in Bezug auf Armmorbidität, Schwellung und so weiter, doch erhebliche Vorteile hat. Ein weiteres großes Thema, mit dem wir uns in der operativen Sinologie beschäftigen, das ist die Frage, wie gehen wir mit Frauen um, die eine neoadjuvante Chemotherapie bekommen und insbesondere denen, die vor der medikamentösen Behandlung einen befallenen Lymphknoten haben und die dann unter der Chemotherapie ein gutes Ansprechen haben und bei denen der Lymphknoten anschließend nicht mehr nachweisbar ist. Nach der aktuellen deutschen S3-Leitlinie wird nach wie vor eine komplette Ausräumung der Axilla empfohlen. Es gibt aber zunehmende Daten, die auch darauf hinweisen, dass das nicht notwendig ist, dass wir möglicherweise auch mit einem alleinigen Wächterlymphknoten die Axilla beurteilen kann oder mit einem neuen Verfahren, der sogenannten Targeted Axillary Dissection. Bei diesem Verfahren wird der Lymphknoten, der vor der Behandlung befallen war und eindeutig im Ultraschall sichtbar ist, wird markiert. Dazu gibt es verschiedene Methoden. Man kann einen Clip nehmen oder man kann Farbstoff nehmen oder auch moderne Techniken mit einem magnetischen Seed oder anderen Dingen und kann dann diesen Lymphknoten nach der Chemotherapie, wenn er nicht mehr sichtbar ist im Ultraschall und nicht mehr tastbar ist, entfernen. Hier gibt es Daten, die zeigen, dass mit diesen weniger invasiven Verfahren, also weniger radikalen Operationsverfahren, eine recht genaue Ermittlung darüber möglich ist, ob jetzt Lymphknoten befallen sind oder nicht. Allerdings gibt es dazu keine Langzeitdaten. Wir haben noch keine vergleichenden Daten, ob wir bei den Patientinnen, die, wie gesagt, von einem positiven zu einem negativen Lymphknoten wechseln, wenn wir dort weniger radikal operieren, wie sich das dann überträgt über Rückfallraten. Dazu haben wir in der All-Breast-Studiengruppe, die All-Breast-Studiengruppe ist ein internationaler Zusammenschluss von wissenschaftlich aktiven Brustkrebschirurgen, die eben versucht, durch internationale Kooperation und Einbindung vieler Länder schneller Daten zu gewinnen zu einer Verbesserung der operativen Therapie. Und in dieser Gruppe haben wir jetzt eine große Registerstudie entworfen, nach der Patientinnen nach verschiedenen Operationsmethoden operiert werden, je nachdem, welche Operation nun in dem Land gerade durchgeführt wird. Und das ist international sehr unterschiedlich. Es gibt einige Länder, die sehr konservativ immer eine radikale Lymphknotenausräumung in diesem Kollektiv durchführen. Andere Länder sagen, uns reicht eine alleinige Sentinel-Node-Biopsie
auch nach einer Chemotherapie aus. Und wiederum andere führen dieses Verfahren aus, was ich eben beschrieben habe, indem der Lymphknoten markiert wird, zusätzlich noch ein welcher Lymphknoten entfernt wird. Und weil wir keine Daten in Bezug auf das Outcome haben, haben wir diese große Multicenter-Studie entworfen, die wir in San Antonio vorgestellt haben in einem Poster. Wir konnten in etwas über einem Jahr mittlerweile 1300 Patienten in die Studie aufnehmen, was eine der größten operativen Studien aktuell auch weltweit ist, und können auch sehen, dass die Vorgehensweisen definitiv unterschiedlich sind auf der ganzen Welt. Wir wollen jetzt rauskriegen, was ist das Beste. Wir werden die Rückfälle messen nach 3 Jahren der Achselhöhle, nach 5 Jahren insgesamt. Und sehr wichtig, wir werden auch begleitend eine Lebensqualitätserhebung durchführen, weil wir wollen ja Sicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Lebensqualität verbessern. Schaut ihr denn da vielleicht auch, wenn Beschwerden auftreten nach der OP, also im Arm, welche Methoden angewandt wurden, um diese Beschwerden zu beseitigen oder zu lindern? Kommt mir gerade so. Das können wir jetzt leider so nicht erfassen. Also wenn die Beschwerden einmal da sind, können wir jetzt nicht die therapeutischen Möglichkeiten erfassen. Das ist auch zu vielfältig und ist auch zu wenig standardisiert, als dass man das in einer Studie tatsächlich untersuchen und messen könnte. Was die AXANA-Studie auszeichnet, ist, dass sie eine sehr detaillierte Dokumentation aller Faktoren beinhaltet. Auch die Daten werden alle gemonitort. Wir machen ein sogenanntes Remote-Monitoring. Das heißt, alle Datensätze werden elektronisch eingegeben, werden erfasst, werden kontrolliert, ob das auch alles plausibel ist. Das heißt, die Datenqualität wird hoch sein. Aber man muss natürlich auch, wenn man Lebensqualität erfasst, muss man mit standardisierten Instrumenten arbeiten. Und dazu hat die EOATC, also die Europäische Krebsgesellschaft, Tools entwickelt, die auch überprüft und validiert worden sind, sodass wir auch genau wissen, was wir da machen. Die Therapie von Beschwerden im Arm, das ist eine sehr gute Frage, weil da besteht, glaube ich, eine sehr große Notwendigkeit, das zu tun. Es gibt aber, ehrlich gesagt, keine standardisierten Therapien dazu und auch keine standardisierten Erfassungsmethoden. Und das ist sicherlich auch ein Feld, auf dem es noch Verbesserungsbedarf gibt, wenn einmal Beschwerden oder Ödeme vorliegen. Aber da gibt es ganz interessante Ansätze. Ich meine, ich finde ja das mit der Eubrest sowieso fantastisch, weil wir sonst immer sehr kleine Zahlen haben, also kleine, wenige Patienten, wenn jedes Land oder jede Gruppe für sich alleine Daten erhebt innerhalb einer Studie. Und es dauert halt auch vor allem so lang. Also insofern, dass ihr euch da jetzt zusammengeschlossen habt als Eubrest und dadurch also viel mehr Patientinnen in einer bestimmten Zeit zusammenbekommt, um Ergebnisse zu bekommen, das finde ich schon eine hervorragende Sache. Ja, einer der wichtigen Beweggründe, auch Eubrest zu gründen, war ja die Erfahrung auch mit der Z0011-Studie. Das ist eine Studie, hatten Sie eingangs erwähnt, in der nachgewiesen werden sollte, dass wir auch bei einem geringen Lymphknotenbefall in der Achselhöhle keine radikale Lymphknotenoperation benötigen. Und das Problem war, dass diese Studie nur die Hälfte ihrer Patienten rekrutieren konnte über einen relativ langen Zeitraum. Und da die Studie dann auch noch methodische Mängel hatte, hat es über 12 Jahre gedauert, bis diese Ergebnisse durch wiederum andere Studien nochmal überprüft werden konnten. Mittlerweile gibt es auf der Welt 5 verschiedene Studien zu dem gleichen Thema. Alle sind national organisiert. Das heißt, sie brauchen sehr lange, um die notwendigen Patientenzahlen zu bekommen. Und fast alle haben nicht ihr Rekrutierungsziel erreicht. Das heißt, sie haben wiederum statistische Mängel. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen da einfach zusammenarbeiten weltweit. Und in der AXANA-Studie haben wir mittlerweile 24 Länder, die teilnehmen, über 200 Study Sites. Das ist für eine operative Studie ganz, ganz ungewöhnlich. Ich glaube, das hat es so auch noch gar nicht gegeben. Und da muss man auch allen teilnehmenden Zentren und Kliniken und Ärzten und auch Patienten einfach nur danken. Wir sind eine Non-Profit-Organisation im Gegensatz zu Studien, die durch Pharmafirmen gefördert werden, wo ja auch sehr viel Geld im Topf ist, um auch die Dokumentation zu bezahlen. Alles, was im Rahmen einer Studie erforderlich ist,
wird das bei uns zum großen Teil eben auch von Freiwilligen gemacht, ehemaligen Patientinnen, die uns helfen. Und so entwickelt sich eine sehr große Kraft, aber dass wir trotzdem eine hochwertige Studie tun können. Aber der Aufwand dafür ist natürlich unvergleichlich höher im Vergleich zu der Erforschung neuer Medikamente. Das muss man natürlich sagen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, frisch erkrankt wäre und das Ganze noch vor mir habe, was dann passieren soll, wie finde ich denn ein Zentrum, was diese Studie anbietet? Das ist eine sehr gute Frage, Renate. Ich würde mal so sagen, es ist wahrscheinlich eher schwer, ein Zentrum zu finden, was sie nicht anbietet, glücklicherweise. Wir haben in Deutschland 120 Studienzentren, die teilnehmen. Wir haben, glaube ich, etwas über 200 Brustzentren. Das heißt, die Mehrzahl der Brustzentren nimmt tatsächlich an der AXANA-Studie teil. Natürlich sind wir sehr, sehr dankbar für jede Patientin, die mitmacht. Die Patientin selber hat keinen eigenen Vorteil, müssen wir sagen. Es gibt auch nicht, wie in anderen Studien, einen experimentellen Arm, der möglicherweise einen Vorteil gegenüber einem anderen hat. Sondern wir erfassen einfach die Daten, das, was wir machen. Wir erfassen auch verschiedene Marker. Wir wollen ja auch die Operation weniger beschwerlich machen. Denken wir daran, dass wir befallene Lymphknoten häufig heute auch vor der Operation mit einer Nadel markieren. Auch das sind Techniken, die möchten wir gerne verlassen, indem wir neue Markermethoden entwickeln, die wir mit einer Handsonde aufspüren können, sodass wir nicht Drähte dann noch legen müssen. Also es gibt viele, viele Sachen, die wir einfach dann auch untersuchen und bewerten. Und wir sind natürlich extrem dankbar und angewiesen darauf, auch dass Patientinnen teilnehmen, wobei die Patientin selber, wie gesagt, keinerlei Risiko eingeht, weil sie wird nach Therapiestandard behandelt. Wir erfassen die Daten und auswerten und Ergebnisse können wir dadurch bekommen, dass es eben keine einheitlichen Therapiestandards gibt in der Welt. Es gibt viele verschiedene. Und das ermöglicht es uns, die Patientin nach ihrem jeweiligen Standard zu operieren, aber die verschiedenen Techniken, wie sie denn angewendet werden, auch auszuwerten. Aber ich denke doch, es ist wichtig, die Patientin hat keinen Nachteil, wenn sie teilnimmt. Weiß man ja zum Beispiel bei Studien mit Medikamenten nicht unbedingt, auch wenn man immer hofft, dass natürlich ein Vorteil entsteht. Also sie hat keinen Nachteil, aber sie kann für künftige Patientinnen sehr viel tun. Also insofern hoffe ich, dass da möglichst viele mitmachen. Ich finde es auch toll, dass so viele Zentren mitmachen in Deutschland. Also herzlichen Glückwunsch, das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Und ja, also ich finde es schön, dass man versucht, auch operativ oder überhaupt von den Eingriffen her bei den Patientinnen zu deeskalieren, wenn es irgendwie möglich ist, aber trotzdem die Sicherheit im Auge behalten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, oder? Das ist sehr wichtig und ich glaube, vor allen Dingen, was wir im Bereich der operativen Behandlung verbessern müssen, ist, dass wir Therapieveränderungen auch klare Daten stützen. Vielfach sind Veränderungen durchgeführt worden, da gab es noch gar keine. Wir haben einfach dran geglaubt und haben das gemacht. Das war auch bei Einführung der Sentinel-Node-Biopsie beispielsweise so. Es gab noch nicht die randomisierte Studie, man hat es gemacht. Das ist alles gut gegangen soweit, aber ich glaube, wir sollten auch in der operativen Medizin, ähnlich wie wir das bei der Einführung neuer medikamentöser Substanz machen. Wir brauchen Daten. Und wir können das nicht nur aufgrund unseres Glaubens, können wir Therapie verbessern. Meistens liegen wir ja richtig. Das ist wie am Aktienmarkt. Meistens stimmt das ja irgendwie, wo das hingeht. Aber wir müssen ganz klar harte Forderungen stellen. Wir brauchen Daten. Diese Daten müssen aber schneller generiert werden. Und dafür brauchen wir einen weltweiten Zusammenschluss von Brustchirurgen und eine internationale Kooperation bei klinischer Forschung. Wunderbarer Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Renate. Alles Gute. Danke ebenfalls.